So, dann wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das wäre 10.2, die Auflösung des Treuhandvermögens des Sanierungsgebietes Pieschenhechtviertel Äußere Neustadt und die Verfahrensweise. Hier liegen mir vor Änderungsantrag AfD und Änderungsantrag fraktionslos. In dieser Reihenfolge wäre es möglich, die jetzt einzubringen. Herr Radzinski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Ich möchte zunächst auf das finanzielle Gewicht dieser Vorlage hinweisen. Im Falle der Zustimmung würden wir beschließen, dass Liegenschaften im Wert von rund 50 Millionen Euro, also knapp 3% des derzeitigen städtischen Gesamthaushaltes, einfach an ein Unternehmen verschenkt werden. Angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ist es doch sehr in Frage zu stellen, ob wir uns derzeit solche Geschenke überhaupt leisten können. Die Stadt beschränkt sich durch dieses Geschenk in seinem finanziellen Handlungsspielraum, den man gerade zur Krisenbewältigung bitter nötig hätte. Die WED wurde vor mittlerweile 3 Jahren gegründet mit dem Ziel, mietpreisgebundenen Wohnraum zu schaffen, also zu bauen. Bis 2020 sollten 800 neue Wohnungen entstehen. Wir haben jetzt 2020 und die Anzahl der bewohnten Wohnungen liegt noch immer bei null. Trotz dieser Misswirtschaft versucht man weiter in diesen toten Gaul zu reiten und belohnt ihn sogar noch, indem man aus der Wohnungsbaugesellschaft jetzt eine Wohnungsverwaltungsgesellschaft machen möchte. Wir als AfD wollen, dass nicht immer nur die städtischen Gesellschaften von der Großzügigkeit der Stadt profitieren, sondern vor allem die Bürger. Deshalb haben wir diesen Änderungsantrag eingebracht. Dieser zielt darauf ab, eines der größten Probleme Deutschlands, welches sich auch in Dresden ganz besonders zeigt, zu bekämpfen, nämlich das de facto nicht vorhandene private Vermögen in weiten Teilen unserer Gesellschaft. Der wichtigste Teil dieses privaten Vermögens ist das selbstgenutzte Wohneigentum. Es hilft, die soziale Sicherheit unserer Bürger zu verbessern und in Krisensituationen wie der jetzigen eventuelle Einkommensausfälle besser abzufedern. Darüber hinaus ist Wohneigentum das beste Mittel gegen Altersarmut, welche einen immer größeren Teil unserer Rentner bedrohen. Mit unserem Antrag sollen diese Liegenschaften und deren Wohnungen, welche der Stadt jetzt zufallen, nicht an die WED übertragen werden, sondern stattdessen zunächst im Besitz der Stadt bleiben. Für diese Wohnung soll ein Mietkaufmodell entwickelt werden, welches es jungen Familien mit niedrigen bis mittleren Einkommen ermöglicht, zu Wohneigentum zu gelangen. Das Modell soll so angelegt sein, dass diese Familien einzig und allein durch ihre Mietzahlung, welche bereits den Mietzins enthalten, Monat für Monat immer mehr Eigentumsanteile an diesen Wohnungen hinzugewinnen, bis diese dann letztendlich nach einigen Jahren vollständig in deren Besitz übergehen. Das Modell soll bevorzugt für junge Familien zur Anwendung kommen, die eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten, sich langfristig an diesen Stadtteil binden wollen und die eine gewisse Kontinuität im Lebenswandel aufzeigen. Die Vorteile eines solchen Modells liegen ja nicht nur bei den davon profitierenden Familien, sondern auch auf Seiten der Stadt, wenn sich seine Bewohner langfristig an einen Stadtteil binden und sich mit diesen identifizieren. Gerade die Neustadt und Pieschen sind Stadtteile, die von einer hohen Fluktuation geprägt sind, wodurch die Ausprägung von Identifikation und nachbarschaftlichen Gemeinschaften eher erschwert wird. Eben diese Gemeinschaften bzw. auch das Zusammenhaltsgefühl kann durch die Etablierung eines derartigen Modells und durch langjährige Nachbarschaften deutlich gestärkt werden. Gerade in der jetzigen Krise wird deutlich, dass vor allem die Beschäftigten im Niedriglohnsektor, also die Pflegekräfte, Krankenschwestern, die Bedienung an der Supermarktkasse oder beim Bäcker diejenigen sind, die unsere Gesellschaft jetzt noch am Laufen halten. Angesichts der jetzigen Zeit sollten wir uns als Stadt einfach mal bei den Leuten bedanken und ihnen eine Möglichkeit geben, zu Vermögen zu gelangen, damit sie eben nicht nur für die Monatsmiete arbeiten. Lasst uns also aufhören, immer mehr soziale Wohnungen zu bauen und die Armut nur zu verwalten, und lasst uns endlich anfangen, Armut zu bekämpfen. Vielen Dank. So, für die Fraktionslosen, Herr Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und im Stream und in der Aufzeichnung. Eigentlich kommentiere ich ungern die AfD, aber hier, ich glaube, Sie haben sich da ein Ei gelegt, weil in diesen Wohnungen wohnen jetzt schon Leute.
Und wenn Sie jetzt den Menschen in Pieschen und im Hechtviertel sagen, dass sie raus müssen, weil halt irgendwelche anderen Leute ihre Wohnung kaufen sollen, naja, dann viel Spaß in Pieschen. Gut. Diese Vorlage, das meiste von der Vorlage ist mehr oder weniger unumstritten. Die Wohnungen und Grundstücke wechseln von einem städtischen mehr oder weniger etwas in etwas anderes, was auch städtisch ist. Wir streiten uns hier heute um einen Punkt, und zwar zwei Grundstücke in der Neustadt. Es sind einige der letzten freien oder nicht bebauten Grundstücke in der Neustadt. Und ich erlaube mir, hier tatsächlich eine Frage zu stellen. Und zwar, diese Frage ist eigentlich ein klassischer Zielkonflikt. Also man möchte zwei verschiedene Ziele erreichen, die aber halt nicht erreichbar sind, weil sie sich einfach gegenseitig ausschließen. Auf der einen Seite möchten wir, dass die WED, also die Wohnungsbaugesellschaft, dass die mehr Wohnungen, mehr mietpreisgebundenen Wohnraum günstig anbietet. Wir möchten auch, dass die WED wächst, damit sie halt auch ein Player am Markt wird. Andererseits wissen wir aus anderen Städten, aus Städtebauforschung, aus unseren eigenen Erlebnissen, dass es nicht gut ist, wenn Städte oder Ortschaften, Ortsteile zu dicht werden oder wenn eine Nutzungsart zu sehr überwiegt. Die Neustadt ist mit 16.000 Menschen pro Quadratkilometer jetzt schon der am dicht besiedelste Stadtteil in ganz Dresden. Und die Neustadt hat nur noch ganz wenige Grundstücke, die nicht bebaut sind. Und deswegen stelle ich die Frage, ob man nicht zumindest eine Diskussion darüber abhalten sollte, was wir mit diesen Grundstücken machen, ehe dieser Stadtrat in seiner Weisheit jetzt entscheidet, wir machen das oder das oder das, sollte man doch diese Diskussion führen. Und wenn ich mich in der Neustadt mit den Menschen unterhalte, dann merke ich, dass diese Diskussion ausgesprochen lebendig ist. Diese Diskussion wird an jeder Stelle geführt, weil nämlich jeder in seinem Alltag sieht, dass da, wo jahrzehntelang ein Haus gefehlt hat, wo ein Baum stand, dass da jetzt wieder ein Haus ist. So. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich sage nur, wir müssen die Diskussion führen. Und deswegen hat Kollege Aschenbach und ich, also Piraten und die Partei, einen Änderungsantrag gemacht, der sich im Wesentlichen an dem Ausgangsprodukt des federführenden Ausschusses orientiert und nur an drei Stellen ändert, die allerdings entscheidend sind. Der Ausschuss hat beschlossen, wir prüfen die Wohnung und wenn das nicht geht, dann prüfen wir, ob wir einen Kleinpark, eine Grünoase, einen begrünten Fahrradstellplatz, Urban Gardening, einen Bürgergarten oder irgendwie was anderes machen können. Das ist natürlich, so, ich muss es so sagen, das ist natürlich Selbstverarsche. Ja, weil um diese Grundstücke rum sind zum Teil seit Jahrhunderten Häuser. Natürlich geht da Wohnungsbau. Es wird nicht der Fall eintreten, dass eine Prüfung Alaunstraße, Sebnitzer Straße zum Ergebnis kommt. Wohnbau kann man da nicht betreiben. Also der Antrag, den ich jetzt einreiche, sagt, wir sollten auf jeden Fall beides prüfen. Wir sollten Wohnen prüfen und wir sollten einen großen Bau mit einer Bank drumherum, im Bürgergarten und so weiter, das sollten wir auch prüfen. Zweitens, wir sollten nicht so überheblich sein und von hier heraus einfach mal beschließen, wir sollten die Menschen, die um diese Grundstücke rum leben, also vielleicht 150, 200 Meter davor und danach, die sollten wir mitnehmen. Die sollten wir befragen nach ihren Wünschen und ihren Vorstellungen, weil erst dann wissen wir, was die Leute, die tagtäglich an dem, was dann da entsteht, vorbeirennen, das, was die sich da wünschen. Und nur so kriegen wir es hin, dass das, was auch immer wir da hinbauen, dass das akzeptiert ist. Und drittens möchte ich gerne, dass nach dieser Prüfung, nach diesem großen Aufwand, wir eine Einwohnerversammlung haben, dass wir also mit den Menschen diskutieren, was wir dort dann machen. Diese Grundstücke liegen zum Teil seit 70, 80 Jahren brach. Es ist jetzt zum Beispiel ein Parkplatz drauf oder irgendwas anderes. Und es tut uns nicht weh, wenn wir, ich komme zum Schluss, es tut uns nicht weh, wenn wir das an der Stelle machen, weil es sind die letzten Lücken, die wir in der Neustadt haben.
Und ich finde, mit diesem teuren, teuer im Sinne von wertvoll, mit diesem teuren Boden sollten wir uns genau überlegen, was wir damit machen. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich hoffe, wir kriegen mehr als 2 Stimmen. Dankeschön. So, dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein, Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein, dann Bündnis 90 Die Grünen. Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Schulte-Wissermann, den ich jetzt gleich nachher scharf kritisieren muss, zunächst muss ich ihn deswegen auch gerne loben, hat natürlich den Punkt bei der AfD getroffen, dass die AfD dann, die sich hier so ein soziales Mäntelchen umhängen will, erstmal die Mieter dort vertreiben muss. Aber okay, das zeigt halt eben auch die Sachkenntnis, aber ich glaube, man muss hier an dieser Stelle auch betonen, die AfD will einfach keinen kommunalen sozialen Wohnungsbau. Das war schon bei ihren Vorgängern hier so im Stadtrat und das ist jetzt auch bei Ihnen so. Das ist einfach ihre ganz klassische neoliberale, asoziale Politik, die sie hier betreiben wollen. Und ich hoffe einfach, dass hier viele Leute zugehört haben und das auch gemerkt haben. Und natürlich versuchen sie das dann immer mit irgendwelchen schönen sozialen Girlanden zu verbrämen, aber es bleibt halt einfach neoliberale, asoziale Politik. Nun, ich nenne es beim Namen. Ich meine das ganz ernst. Das ist genau Ihr Weltbild und das muss man Ihnen auch immer wieder sagen. Jetzt zu dem Eigentlichen. Die Vorlage ist sehr gut und sehr zu begrüßen. Es ist sehr schön, dass viele Grundstücke für viele gute Zwecke in die Stadtverwaltung übergehen. Das kann man in der Vorlage im Einzelnen entnehmen und das tut uns allen sehr gut und deswegen freuen wir uns über diese Vorlage, dass wir sie zustimmen können. Jetzt gibt es 2, ich muss schon fast sagen, eigentlich Petitessen, die jetzt in den letzten Monaten diskutiert worden sind und das ist das, was Martin Schulte-Wissermann angesprochen hat. Er rennt irgendwie hier mit ganz großem Karacho, mit riesigem Anlauf, rennt er irgendwie offene Türen ein und geriert sich hier so, als ob er jetzt der Kämpfer für die grüne Neustadt wäre. Ich möchte dem doch ein paar Dinge auch entgegenhalten. Erstens, lieber Martin, darüber hast du nicht gesprochen, das war auch der Beschluss des Stadtbezirksbeirats Neustadt, geht es um die Hechtstraße 32, das ist ein bewohntes Haus, da wollen wir schlicht und ergreifend, dass das an die WED übergeben wird. Ja, darum geht's. Das war unser Änderungsantrag, den der Stadtbezirksbeirat Neustadt auch so unterstützt hat. Und das ist uns auch ganz wichtig, aus einem ganz wichtigen Grund. Wir wollen nämlich, dass unsere kommunale Wohnungsbaugesellschaft auch gerade in der dicht besiedelten Neustadt auch sozialen Wohnungsbau schafft. Und ich spitze es nochmal zu. Ich habe hier nicht dafür gekämpft, dass wir irgendwie eine kommunale soziale Wohnungsbaugesellschaft bekommen, damit die überall baut, nur nicht in der Neustadt, wo wir es auch brauchen. Und dann geht es einfach darum, wenn wir die Gelegenheit und die Chance haben, dort kommunales Wohneigentum aufzubauen in der Neustadt, dann müssen wir diese Chance nutzen. Und da geht es vor allem um die Sebnitzer Straße 2 bis 4. Und wer sich in der Neustadt auskennt, ich denke, es werden nicht alle hier in diesem Raum sein, der weiß, dass sich genau an dieser Stelle seit über 15 Jahren ein schöner, geschotterter, mit Zaun versehener Privatparkplatz befindet, den leider der Vorgänger von Herrn Dr. Lames, nämlich der Herr Vorjahn, der sächsische Finanzminister jetzt, einfach verkloppt hat gegen die Interessen der Neustadt und an irgendwie so ein Vermieterheini gemacht hat. Das sehen wir uns jetzt seit 15 Jahren an. Da sage ich mal, toll. Und dann sage ich an dieser Stelle wirklich sozialen Wohnungsbau mitten in der Neustadt, da sage ich dir, für sowas kämpfe ich auch. Weil das halte ich für eine soziale Stadtteilpolitik. Und wenn dann gesagt wird, wir tun alles zubauen, du wirst es wissen, 150 Meter weiter befindet sich der Alaunpark. Der ist zum Glück recht groß und er ist recht schön. Und er ist auch, wir haben es auch geschafft, ihn zu erweitern nach Westen. Da muss man noch einiges tun. Und jetzt geht es politisch aber darum, dass wir diese Norderweiterung an der Tannenstraße zur Königsbrücker Straße hinkriegen, die wir zusammen 2015 im Ausschuss schon beschlossen haben und die bis heute nicht durchgesetzt worden ist, weil sich die SIB weigert, lieber Thomas Löser, als Landtagsabgeordneter. Das ist eine Aufgabe, sich für Dresdner Interessen auch einzusetzen. Ja, ich weiß, es gefällt dir nicht, ich sage es aber ganz bewusst von hier oben. Ja, ich sage es ganz bewusst von hier oben. Ja, ich weiß, du machst das, wir werden deine Ergebnisse auswerten. Wunderbar. Also, lieber Martin, ich wünsche mir, dass du nicht solche
solche Luftballons steigen lässt, sondern dass du wirklich mit uns zusammen kämpfst, dort, wo wir tatsächlich Grünerweiterung für die Neustadt erreichen können. Und das ist zum Beispiel an der Tannenstraße. Es ist auch bei dem Thema Argenta. Du hast gesagt, das ist der letzte Fleck, der tot gemacht wird. Das stimmt doch gar nicht. Die größte freie Fläche in der Neustadt ist das Argenta-Gelände oder Putzi-Gelände, wo jetzt die Besetzung war. Da hinten dieser riesige betonierte Parkplatz. Dort können wir wunderschöne Grünräume, aber auch sozialen Wohnungsbau schaffen. Deswegen bitte ich doch, tu doch hier nicht irgendwelche Popanzer aufbauen, die du dann irgendwie zerplatzen lässt, sondern kämpf doch mit mir, mit anderen zusammen an den richtigen Stellen für mehr Grün in der Neustadt und für mehr sozialen Wohnungsbau. Und deswegen lehnen wir auch deinen Ergänzungsantrag ab, weil er das Falsche suggeriert. Ich bitte also dieser Vorlage insgesamt, wie er der Bauausschuss ihn vorgelegt hat, zuzustimmen. Danke. Wird CDU das Wort gewünscht? Nein. Dann Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist schwierig, wenn jemand am Livestream ist und die Vorlage nicht so kennt, dann denkt, wovon reden die eigentlich? Es geht um den profanen Vorgang der Rückgabe des Eigentums, des Treuhandeigentums von Sanierungsträgern an die Landeshauptstadt Dresden. Es hat also vor über 25 Jahren einen Stadtrat gegeben, der beschlossen hat, Sanierungsgebiete aufzulegen, also in Pieschen und in der Antonstadt, Äußere Neustadt. Dazu wurde im Prinzip städtische Liegenschaften, und das sind nicht nur Wohnungen gewesen, sondern zum Beispiel auch auf der Glasiestraße das Heinrich-Schütz-Konservatorium und ein Kindergarten auf der Leisnischer Straße, wurden in ein Treuhandvermögen eingelegt, an die Stesat gegeben, an die PSG. Zwei Sanierungsträger, die dann sozusagen diese Liegenschaften einerseits verwaltet haben, weiter betrieben haben und gleichzeitig die Sanierung durchgeführt haben. Wir wissen ja noch, wie vor 27 Jahren, wo das also losging, 1993 mit Beschlüssen, wie das dort ausgesehen hat. Die Wohnungen waren also alle noch im Zustand, wie sie unter Königszeiten gebaut worden sind. War eine schöne Zeit, aber für die Immobilien war das auf Dauer nicht gut. Jetzt ist es so, die Landeshauptstadt Dresden hat diese Immobilien jetzt mit Erfüllung des Sanierungszweckes, mit Beendigung der Sanierung, mit Aufhebung der Sanierungssatzung zurückbekommen, mit allen Pflichten, mit allen Rechten. Und jetzt ist es natürlich logisch, dass diese Liegenschaften nämlich an die städtischen Körperschaften, an die Eigenbetriebe oder Gesellschaften zurückgegeben werden, die sich speziell mit dem Zweck dieser Liegenschaften auch beschäftigen und die auf sie spezialisiert sind. Es ist vollkommen klar, dass das Heinrich-Schütz-Konservatorium, das Gebäude unserer städtischen Musikschule, eben an den Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium zurückgeht, jetzt von ihm verwaltet wird, dass der Kindergarten eben an den Eigenbetrieb Kindergärten geht, an den Kita-Eigenbetrieb, und genau wie die anderen Kindergärten eben dort betrieben, verwaltet, bespielt und genutzt wird. Und eben die Häuser an unsere, ganz selbstverständlich, die Wohnhäuser an unsere städtische Wohnen in Dresden an unsere neue kommunale Wohnungsgesellschaft gehen. Sie ist in den nächsten Jahren, Jahrzehnten unser städtischer Wohnungsbetrieb, Wohnungsbaubetrieb und auch Vermietungsbetrieb. Sie wird sich vor allen Dingen mit der Vermietung von preisgebundenen Wohnräumen, Wohnungen beschäftigen. Und da passt das ja gut, weil die AfD hat vollkommen übersehen, dass diese Wohnungen im Wesentlichen preisgebunden sind. Da steht Interessantes in der Vorlage drin, weil die WED nämlich vor Übernahme dieser 327 Wohnungen natürlich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht hat, ob diese Wohnungen überhaupt wirtschaftlich zu betreiben sind, weil auch dort noch Darlehen drauf liegen aus der Sanierung, weil dort Pflichten drauf liegen, weil auch diese Wohnungen Betriebskosten verursachen, die nicht umgelegt werden können, weil diese Wohnungen Verwaltungskosten verursachen. Und da ist es so, dass eben eine Kalkulation gemacht worden ist mit den Darlehen, mit Verzinsung, mit den im Prinzip Instandhaltungskosten, Verwaltungskosten. Und da hat die WED festgestellt, jawohl, wir können das auf Dauer wirtschaftlich betreiben, auch unter Ansatz von ungünstigen Verhältnissen, von steigenden Zinsen. Und wir haben festgestellt, dass wir die Darlehen abbauen werden und dafür dann auch wieder Freiräume haben für neue fällige Instandsetzungen, die dort vielleicht fällig werden, weil die Wohnungen sollen ja erhalten werden, sie sollen nicht runtergewirtschaftet werden. Und jetzt werden alle Immobilien
mal sagen, aggressiven privaten Immobilienhaie, die im Prinzip gerne hohe Mieten nehmen, die sagen, wir brauchen alle 3 Jahre 15% mehr, sonst schaffen wir das nicht, und die über die Baukosten klagen, die angeblich so gestiegen sind, aber vernachlässigen, dass ja im Prinzip eine Baufinanzierung im Prinzip im Gegensatz von vor 20, 25 Jahren überhaupt nichts mehr kostet. Also jetzt kommt also das Heulen und Zähneklappern. Die WID schafft das mit 4,80 Euro kalt pro Quadratmeter und einer kalkulatorischen Mietsteigerung durch Neuvermietung, durch auch maßvolle vielleicht Mietanpassung von 1% pro Jahr. Also nicht 15% alle 3 Jahre, sondern 1% pro Jahr. Das sind 3,03% alle 3 Jahre. Und das soll uns mal ein Privater nachmachen. Also sie nutzen nicht mal im Prinzip die Mieten voll aus, die man eigentlich nehmen könnte, sondern sie sagen, diese Bestandsmieten, 4,80 Euro, reichen uns aus, um unsere Bestände wirtschaftlich zu betreiben. Und das ist doch mal im Prinzip eine Zahl, die man sich merken muss. Dass es nicht notwendig ist, hier mit gerade im Wohnungsbestand, der vor 20, 25 Jahren saniert worden ist, hier im Prinzip Angebotsmieten zu nehmen, die aus der Knappheit heraus resultieren, die spekulativ verzerrt sind, die auch im Prinzip die Mieterinnen und Mieter an den Rand ihrer Existenz bringen, weil sie eigentlich viel zu viel Geld für die Miete ausgeben müssen. Man kann in Dresden einen sparsam sanierten Altbau, der solide instand gesetzt ist, vor 20 Jahren, kann man mit 4,80 Euro kalt wirtschaftlich vermieten. Das muss man sich mal kommen lassen. Unsere WED schafft das. Insofern bin ich optimistisch, dass die WED im Übrigen auch im Neubau erfolgreich sein wird. Aktuell ist die Ulmenstraße in der Vermietung. Es ist also auch falsch, dass keine Wohnungen errichtet worden sind, sondern sie werden errichtet. Projekte sind am Laufen. Es ist immer so, 800 Wohnungen, das sagt sich so hin. Es gibt keinen privaten Vermieter in Dresden, der in den letzten 5 Jahren auf einmal 800 Wohnungen gebaut hat. Gibt es keinen. Sie haben sich alle, also Innovation in der Lingnerstadt hat im Prinzip verkauft, keine einzige Wohnung erstanden, da ist schon lange Baurecht geschaffen worden. Migden geht voran, aber peu à peu, Schritt für Schritt. Hafen City geht voran, langsam, Schritt für Schritt. Die setzen alle im Prinzip vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um auch Klumpenrisiken zu vermeiden. Und so ist es auch bei der WED. Wenn man sagt, dass die WED ungefähr 100 Millionen Euro im Jahr umsetzt, dann sagen die auch, oh, dann sind wir lieber vorsichtig. Also wir begrüßen es, dass die WED gestärkt wird, dass sie jetzt auch in das Bewirtschaftungs- und Vermietungsgeschäft einsteigt, dass sie da im Prinzip gleich auch die Wohnung hat, dass sie im Prinzip gute Verträge abschließen kann, und wir denken, dass es der richtige Weg ist, diese Wohnung der WED zu geben. Es ist nicht möglich, dass Bedürftige im Prinzip Wohnung erwerben, weil Zuschüsse, sei es KDU oder auch Wohngeld, nicht zum Erwerb von Wohnungen dienen dürfen, sondern nur für die Miete. Wenn also der Gesetzgeber ein Programm schaffen würde, dass dieses Geld auch für den Erwerb geben, dann würde es funktionieren, aber es fehlen einfach die rechtlichen Grundlagen dazu, die außerhalb unseres Einflusses liegen. Noch ein Wort zum Änderungsantrag von Martin Schulte-Wissermann. Martin Schulte-Wissermann ist ja auch so ein urbaner Grüner. Normalerweise ist ja das Motto der urbanen Grünen, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Ja, Innenentwicklung vor Außenentwicklung bedeutet, dass dort, wo schon Wohnungen sind, neue hinzugebaut werden. Und das ist dann immer ein bisschen die Inkonsequenz, dass dann die sagen, aber nicht vor meiner Haustür. Not in my backyard, diese Not in my backyard-Proteste werden kommen. Aber wir sehen auch die Vorteile, im Prinzip erstmal zu prüfen, ob auf diesen wirklich kleinen Grundstücken, die als Grünflächen auch in der Neustadt schnell übernutzt werden, das muss man ja auch sehen, dass die an Fläche nicht viel hergeben, dass die geprüft werden hinsichtlich einer Wohnbebauung, wie es als auch als Kompromiss im Bauausschuss nochmal beschlossen worden ist. Und wenn sie als in der WED nicht geeignet sind, dann im Prinzip als Grünflächen auch erhalten werden. Aber wie gesagt, viel Freude werden aufgrund der Lage und der Größe die Leute nicht dran haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. SPD-Fraktion, Herr Engel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte erstmal Herrn Wirz für die sachliche Darstellung des Sachverhalts danken. Das hilft schon mal erstmal weiter bei so einer Diskussion. Ich möchte tatsächlich auch nochmal beleuchten, um was geht es hier eigentlich? Bei den 327 Wohnungen in Pieschen im Sanierungsgebiet sprechen wir über immerhin etwa 8% des dort befindlichen Wohnungsbestandes, der dort also tatsächlich einen recht ordentlichen Anteil auch ausmacht. So. Und das Schöne an diesem Wohnungsbestand ist, kaum jemand nimmt ihn wahr, weil er verteilt sich nämlich über den kompletten Stadtteil. Da sind dort auf der einen Straße mal 3 Häuser, auf der nächsten Straße 2 Häuser. Man sieht ihn aber nicht, weil er sich eben in ein Stadtgefüge einordnet. Und das ist tatsächlich auch das Bild, was ich eigentlich von sozialen
Wohnungsbau und von kommunalem Wohnraum auch haben möchte, dass er tatsächlich in der Stadt integriert ist, dort zu einer Durchmischung beiträgt und tatsächlich auch damit auch zu einem durchmischten Stadtgefüge, wo Menschen sich auch einander begegnen. Und da möchte ich tatsächlich auch nochmal die Gunst der Stunde nutzen und der PSG, also der Planungs- und Sanierungsträgergesellschaft, dafür danken, dass sie da sehr lange sehr aktiv war und im Verborgenen tatsächlich diese Häuser auch saniert hat und damit auch dazu beigetragen hat, dass Pieschen viel historische Bausubstanz auch behalten hat. Es geht aber neben diesem Pieschener Aspekt natürlich auch noch um andere Geschichten. Es geht um einige Neustädter Institutionen, wie zum Beispiel das Stadtteilhaus, das Heinrich-Schütz-Konservatorium, ich glaube der Kinderladen Känguru auf der Böhmischen ist auch noch in einem entsprechenden Gebäude. Auch diese werden damit jetzt gesichert. Und, ja, das war jetzt hier schon Gegenstand einiger Debatten, wir sprechen auch über insgesamt zwei größere oder mittelgroße unbebaute Grundstücke in der Neustadt. So, wir haben im Bauausschuss uns das ja nicht ausgedacht, die Richtung WED, also einen Prüfauftrag zu formulieren, die Richtung WED zu übertragen. Nein, das war Votum des Stadtbezirksbeirats Neustadt. Das ist jetzt nicht die Phalanx des Bauausschusses. Nein, ich glaube, die können auch selbstständig denken. So, die haben uns gesagt, bitte legt die dort definitiv ein. So, wir haben im Bauausschuss in der letzten Sitzung gesagt, okay, auch im Sinne des Anliegens, was ja schon formuliert worden sind, formulieren wir das ein wenig um und machen daraus zunächst erstmal einen Prüfauftrag. Und sehr ehrlich muss man auch sein, das wird auch sicherlich auch Gegenstand kontroverserer Prüfungen, weil auch die WED hat uns da differenzierte Signale gegeben. So, und deswegen sehe ich den Automatismus, den Martin Schulte-Wissermann hier gerade auch von sich gibt, nicht so. Und dann vielleicht noch was zur AfD und zu ihren Äußerungen. Herr Wirz hat schon ein paar Aspekte genannt. Derzeit werden diese Wohnungen in Pieschen für 5 € pro Quadratmeter vermietet. Zugangsvoraussetzung bei der PSG, bei der Vermietung, war bisher auch schon immer ein Wohnberechtigungsschein. Wenn Sie sich ein bisschen mit den Einkommensgrenzen auseinandersetzen, die es für einen Wohnberechtigungsschein gibt, dann werden Sie merken, dass das eher schwer ist, damit dann parallel auch Wohneigentum zu erwerben. Und Sie können auch mal die Dresdner Immobilienpreise hochrechnen und was man so für eine Eigentumswohnung bezahlt über viele Jahre mit 5 € pro Quadratmeter. Da brauchen Sie eine ganz, ganz lange Weile, um da tatsächlich mal eine Wohnung abbezahlt zu haben. Es geht aus meiner Sicht vollkommen an der Thematik vorbei und wäre einfach nichts anderes als eine Verschleuderung von kommunalem Eigentum. Und das sollten wir als Stadtrat nicht mitmachen. Und noch ein Aspekt, der mir tatsächlich auch bei dieser Debatte jetzt über die zwei Grundstücke immer so ein bisschen kurz kommt. Natürlich muss man mit den Leuten sprechen, die im Umfeld wohnen. Aber wer spricht eigentlich auch mit den Leuten, die sich einen Stadtteil wie die Neustadt nicht mehr leisten können, weil sie dort nämlich keine Wohnungen mehr bekommen? Wer fragt die denn? Haben wir für die wirklich ausreichend Angebote? Ich bin mir da nicht so sicher. Und welche Handlungsoptionen haben wir denn als Stadt noch? Nicht viele. Und ich glaube, gerade in solchen Quartieren muss man dann tatsächlich manchmal auch zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Und ich habe ehrlicherweise auch immer ein bisschen ein Problem mit einer Haltung, die in die Richtung geht, ich bin ja für bezahlbare Mieten, aber, und dann schließen sich ganz viele verschiedene Aspekte an. Ich glaube, da sollten wir tatsächlich konsequent bleiben. Wir haben da eine vernünftige Prüfsystematik jetzt auch aufgeschrieben, haben gesagt, okay, die Grundstücke werden natürlich dann auch für weitere Verwendung, wie insbesondere auch so ein Kleinpark oder so, geprüft. Aber in erster Linie wollen wir da auch kommunalen Wohnungsbau etablieren. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir der Vorlage hier so ungeändert zustimmen können. Vielen Dank. So, damit wären wir durch die Fraktionsrunde durch. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Leczinski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Stadträte. Ja, ich habe jetzt sehr viel anhören dürfen. Letztendlich habe ich nicht wirklich den Eindruck, dass die Vorredner überhaupt den Antrag verstanden haben. Grundsätzlich ist es ja genau das Ziel, eben genau diese überhöhten Preise für Wohneigentum eben nicht mitzufahren, sondern Alternativen anzubieten, eben für diejenigen, die etwas weniger verdienen. Hier spricht niemand davon, irgendjemand aus deiner Wohnung rauszudrängen. Hier spricht niemand davon, jemand aus deiner Wohnung rauszudrängen. Nein, die Leute sollen drinnen bleiben. Es muss erstmal ein Modell entwickelt werden, damit eine Absicht zu erkennen ist. Und wenn dann irgendwann mal eine Wohnung frei wird, kann man die dementsprechend einplanen. Das ist doch ganz einfach. Letztendlich, wie gesagt, natürlich ist Pieschen, da wohnen einige Leute und es gibt auch eine Mietpreisbindung.
Ja, aber diese Mietpreisbindung ist nicht auf ewig, die läuft auch irgendwann aus. Ja? Und genau vor diesem Hintergrund ist dieses Modell genau jetzt anzuwenden, weil wenn einmal die Grundstücke bei der WED sind, wird die Mietpreisbindung auf ewig so weitergehen. Danke. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Können wir zur Abstimmung kommen? Wir haben zunächst einen Änderungsantrag der AfD. Wer möchte diesen zustimmen? Mache mal die Gegenprobe. Das ist die Mehrheit und wäre damit abgelehnt. Wir kommen zu dem Antrag von den Fraktionslosen, Herrn Schulte-Wissermann. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Das sind drei. Ich würde. Ach, da drüben sind noch ein paar mehr. Oh, Entschuldigung. Herr Schulte-Wissermann, oh. Bevor Sie mir dann wieder ein Video schicken. Nee, war es nicht so recht. Da fehlte die Hälfte drauf. 13 waren es insgesamt dagegen. Jetzt fragen wir mal, wer ist dagegen, gegen diesen Antrag? Und ich würde mir mal erlauben, wenn Sie keinen Widerspruch haben, Herr Schulte-Wissermann, das sind mehr als 13. Damit wäre das abgelehnt und wir kämen zur Schlussabstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen und um Zählung. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Ja, 12 Nein, keine Enthaltung, damit so angenommen.